Grüßt euch Leute, willkommen zu einem neuen Video. Meine Wettkampfvorbereitung ist vorbei, die Deutsche Meisterschaft der GmbF liegt jetzt 4 Wochen zurück. Seither bin ich in der Recovery-Phase, die natürlich auf so eine lange, zehrende Wettkampfvorbereitung folgt. Konnte mich jetzt in diesem Zeitraum auch sehr, sehr gut erholen. Das Ganze geht natürlich auch mit einer gezielten Fettzunahme einher. Die Form hat sich drastisch verschlechtert. Bin auch jetzt deutlich schwerer, habe knapp 7-8 Kilo zugenommen. Ich war beim Wettkampf geladen bei 80-81 Kilo und habe mich jetzt heute mit 88 Kilo eingewogen. Komme damit aber sehr, sehr gut klar. Ich bin jetzt emotional nicht besonders an die Form gebunden, sehe viel mehr die Vorteile, die ja, mehr Körperfett auch irgendwo hat. Ich bin deutlich belastbarer, ich schlafe besser, ich fühle mich subjektiv weniger gestresst. Das Zusammenleben, die Beziehung läuft wieder deutlich besser. Also das sind eben so die positiven Effekte, die für mich jetzt auch einfach deutlich mehr Priorität haben im Vergleich dazu, okay, wie sehe ich aus. Generell rückt das Athletendasein für mich jetzt auch wieder so ein bisschen mehr in den Hintergrund. Klar, ich habe mir neue Ziele gesteckt, 2024 soll es erneut auf die Bühne gehen, aber für mich haben meine Klienten jetzt auf jeden Fall wieder viel, viel mehr Priorität, weil die Wettkämpfe gehen jetzt weiter. Ich selber starte jetzt nicht, aber habe jetzt 3 Kunden, die ich für die Herbstsaison vorbereite, den Florian, den Konstantin und den Philipp. Der Philipp kommt jetzt auch übers Wochenende hier nach Köln. Wir schauen uns zusammen die Form an, wir gehen trainieren, essen was zusammen und ja, schmieden die Pläne für die finalen Wochen der Prep, denn die Wettkämpfe lassen nicht mehr lange auf sich warten. Die ANBF ist in 7 Wochen, es ist die österreichische Meisterschaft, in 9 Wochen ist die internationale deutsche Meisterschaft der GmbF und in 11 Wochen die Deutsche Meisterschaft der WNBF Germany. Also es geht jetzt bald wirklich Schlag auf Schlag. Für alle 3 soll es auf eben die 3 genannten Wettkämpfe gehen. Alle starten in der Bodybuilding-Klasse. Und ja, Philipp ist jetzt über das Wochenende hergekommen. Wir werden jetzt gleich noch ein kleines Frühstück, kleines Pre-Workout zu uns nehmen. Und dann geht's ins Training und dann ja, schauen wir uns die Form an. Bin sehr gespannt. Viel Spaß bei dem Video. So, Training in der Kraftstation ist durch. Ich habe relativ unspektakulär Beine trainiert. Philipp Pull und noch ein paar Extras, ein paar Isos noch. Ja, genau. Trizep und so weiter. Und jetzt sind wir hier im legendären Posingraum. Hier ist das anabolste Licht der Welt. Philipp, jetzt 7 Wochen vor dem ersten Wettkampf. Wie fühlst du dich aktuell? Es geht. Wir haben vorhin schon besprochen, die Schwelle hat sich, glaube ich, überschritten. Was das Wohlbefinden angeht, so. Also langsam wird es eher einfach akzeptieren, dass es so ist, dass man Hunger hat, so, und da muss man jetzt halt durch. Schauen wir uns jetzt mal an, wie das Ganze aussieht, eben beim Training. Die Extremitäten, Schultern, Arme sahen schon gut aus. Jetzt. Hose runter? Okay. Ja, alles gezeigt. Alles. Auch trotzdem deutlich freier geworden. Also wenn du dich noch rasierst und so. Nicht so rasieren. Ja, so rasier gewachsen. Perfekt. Ich nicht so weit zurück. Du musst dir vorstellen, die Judges, die sitzen vorne und unten. Weißt du, wenn du zu weit nach hinten gelegt bist, ja, ja, riechst dich von dir weg. Tendenz hier. Ja, sehr schön. Okay, für den. Das kommt mega steifig. Und auch. So. Strecken wir das Bein hier. Ich schiebe das Bein noch komplett durch. Ja. Sehr geil. Vierte Drehung. Yes. Genau, that's it. Mega. An den Hamstrings hängt noch was, aber sonst der Rest wird immer frei. Für die Drehung. Ja.
wir das Bein wieder durchstrecken. Ja, genau. Wenn ich nicht zu weit an. Ja, so ist schon ziemlich geil. Auch wenn du dann noch den Bauch einziehst, das kommt schon früh. Nein, wo geht's nicht? Vergisst du schon noch den Hinz nicht? Ja. Ja. Okay, wo geht's hin? Genau. Zieh den Brustkorb immer schön hoch. Das macht dich dann richtig groß in der Kuh. Lass ihn mal locker. Wo atmest du so hin? Versuchst du immer noch so ein bisschen die Apps zu flexen und sowas, ne? Ja, da bin ich mir auch am unsichersten. Mhm. Ob ich die einziehen soll richtig? Atme richtig oder? In die Brust. Versuch richtig hier in die Brust zu atmen und den Bauch eher rauszulassen. Ich glaube, sonst klaut dir das so ein bisschen Fülle auch einfach. Mach mal so. Kannst du mal wechseln? Okay. Ja. Jetzt hast du oben in die Brust geatmet, ne? Ja. Jetzt versuchen wir die Apps zu flexen. Ja, da gehst du ein. War auch hier, ja. Ja, für die Figur. Ich war. Ja, nice. Let's go. Ja, auf jeden Fall die Brust atmen. Aber nicht wirklich nach unten zu gehen. Ja, das ist so meins. Ja, und jetzt die Ellbogen mal einen Ticken höher. Höher und jetzt aber den Druck nach unten. Ja. 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 Das sind viel höher. Mediales, auf dem Laterales, direkt das Humorus zeichnet sich ab. Sehr, sehr schön. Ja, genau, dass du auch die Spannung auf dem linken Bein nicht verlierst. Ja, aber der rechte ist super, super durchgestreift, sehr schön. Genau, und jetzt hier crunchen, ja. Versuch mal, vielleicht bei der Pose noch so ein paar Variationen reinzubringen. Ich finde das nie schlimm. Mit der Hüfte und so meinst du? Mit der Hüfte zum Beispiel. Du könntest aber auch einfach noch einen Arm hier mit nach oben nehmen. Also während du hier reinkommst, ja. Einen Arm hochnehmen oder hier auch
Ja. Kannst du kein Vakuum? Ach, der wird so sick aussehen bei der... Ja, super krass, du hast so einen perfekten Rippenbogen dafür. Also wenn du den mal nur so leicht reinziehst... Ja. Perfekt. Jetzt gibt es das Mikro, weil der würde genau hier nochmal weggehen. Mhm. Das wäre so krank. Ich finde aber mega gut zu bauen. Ja, das sowieso. Ist ja nur eine Variation. So, ne? Ja, weiß. Wir machen mal Abs and Thighs und genau, das war, fand ich schon nicht schlecht. Genau. Eine rechte Seite. Ja, genau, auf jeden Fall den Bizeps. Ja. Noch mal andere Seite, andere Hand. So meinst du? Ja. Ja, da kannst du spielen mit. Und jetzt nimm mal einen Arm nach oben. Achso, welchen? Hoch. Rechts? Links? Mach mal erstmal links. Ja, ist auch gut. Ja. Willst du eine Kür machen eigentlich? Hätte ich schon überlegt. Ja. Ich habe noch gar nichts dafür gemacht, aber ja. Wäre schon geil eigentlich. Ich habe mich letztes Mal ein bisschen gefreut, dass ich es nicht gemacht habe. Mhm. Ich habe meine Kühe komplett immer gefreestylt. So. Ja, hatte ich auch überlegt. Geübt, aber du hast halt auch. Irgendein Lied reinhauen und dann gucken, was. Dann machst du einfach die Posen, die dir selber gut gefallen, genau. Auf die du Bock hast. Ja. Zum Beispiel jetzt hier, die Abs and Thighs, die steht dir mega und die kannst du in verschiedenen Variationen machen. Weißt du, stellst dich einmal hin, dann machst du noch diesen hier, machst noch diesen und dann na, hast du da schon drei Posen. Dann gehst du einfach die Posen nach und nach. Bisschen zum Rhythmus. Ja. Ja, man. Das ist immer so die Sache, klar kannst du im Vorhinein so eine komplett ausgeklügelte Kür mit was weiß ich für Einlagen oder so durchgehen, aber weiß nicht, ich hatte da jetzt nicht so Bock drauf, das war dann auch relativ entspannt, einfach sich dahin zu stellen, mal halt einfach so ein bisschen zur Mucke, einfach so ein paar gute Posen zu machen, weißt du? Ja. Könntest du auf jeden Fall auch machen. Ja. Okay, Maus muscular noch. Ja. Nimm mal die Hände tiefer. Zeig mal die Abs. Ja. Fühlst du so besser? Ja, genau, wenn die Abs so ein bisschen anspannst. Ja, genau, so. Ja, Mann. Genau, spann mal richtig durch. Ja, mach die Faust. Da ist viel mehr Druck rein. Ja. Und Abs. Crunch. Ja. That's it. Und da komplett durchdrücken und Spannung auf den Beinen nicht verlieren. Ja. Das ist schwierig. Ja. Aber Crab kannst du auch. Paket vom Philipp. Also wir sind ganz gut im Zeitplan. Wir haben jetzt in den letzten Wochen die Kalorien nochmal reduziert gehabt, weil ja, wir doch gemerkt haben, okay, das Conditioning muss sich noch verbessern, aber in den letzten Wochen hat sich einiges getan. Ja. Auch jetzt gerade im Quad so die Teilung kommt hier mega gut. Ist natürlich auch den optimalen Lichtverhältnissen hier geschuldet, aber ja, man sieht, dass sich da einiges getan hat. Wenn die Quads noch rasiert sind, so, dann werden die richtig gut aussehen. An den Hamstrings hängt noch ein bisschen Fett. Aber wir haben jetzt auch noch bis zum Hauptwettkampf 11 Wochen Zeit. Ne? Also bis dahin werden die jetzt auch, denke ich, noch immer freier werden und dann am Ende auch ja, ziemlich trocken sein. Aber so, ansonsten das Paket passt. Ich denke, wir werden das Tempo für die nächsten Wochen einfach so beibehalten und dann ja, wird das auch schon beim ersten Wettkampf richtig gut aussehen. Also 7 Wochen noch bis zur AMBF mit diesem guten Zeitplan. Ja. Sehr nice. Mega.